Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 33102507. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie im letzten Video versprochen, wo es ja um die Einladung meiner geplanten Exploring-Tour und deren Erläuterung ging, möchte ich mein kleines Versprechen heute einlösen und euch meine neuen Exploring-Schiffsbuilds vorstellen. Eins davon habe ich mir gerade selbst geleistet, steht fix und fertig hier auf meiner Poseidon. Ja, und da bin ich gerade ausgestiegen und das möchte ich euch nun mal zeigen, mein neues tolles Schiffchen. Wirklich etwas ganz Spezielles. Schaut euch mal diese Auspuffanlage an. Ist das nicht der Wahnsinn? 9 Rohre, die da hinten rauskommen. Hammer hat. Ja, es handelt sich um die schöne Kreid Phantom. Auch in einer Speziallackierung, die ich noch da rumliegen hatte, wusste ich gar nichts davon. Aber ich finde, sie sieht schon richtig schnuckelig aus. Damit lässt sich's also ganz komfortabel exploren. Und man hat auch einen wunderbaren Ausblick, denn die Kanzel sitzt hier unten, ist komplett mit Glas versehen. Man kann überall rausgucken. Wirklich ein schniekes, tolles, kleines Schiffchen. Das möchte ich euch gerne ans Herz legen. Das wäre meine Idee, um ein Schiff sich zusammenzubauen, was unabhängig davon, ob ihr mit einem Carrier unterwegs seid oder nicht, in der Lage ist, wenn ihr möchtet, bis zur Mitte der Milchstraße und weit darüber hinaus zu transportieren. Unterwegs kann man mit diesem Schiff alles Mögliche erledigen, scannen von Systemen, von einzelnen Planeten, runtergehen auf Planeten mit unterschiedlichen Buggies ausgestattet, nach biologischen Samples suchen, sich verewigen auf Planeten, die man als erster Mensch betritt und so weiter und so weiter. Und natürlich viele, viele, viele spannende Dinge sehen. Und damit das auch alles gut funktioniert, die Daten möglichst sicher wieder nach Hause transportiert werden können, das Schiff natürlich überleben muss, denn sonst sind viele, viele der gesammelten Daten dahin, muss man beim Zusammenbau auf so einiges achten. Das würde ich euch gerne heute mal im Detail hier anhand meiner Phantom erledigen. Da könnt ihr sie nochmal angucken. Ich finde, sie hat auf jeden Fall so mit dieser Speziallackierung echt was. Und das Fliegen, so wie ich sie jetzt auch ausgestattet habe, macht genauso viel Spaß, hat auch einen super tollen Sound, die Maschine. Dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Da haben wir das gute Stück. Ist 73,3 Meter lang, knapp 15 Meter hoch und ja, schaut her, das sind die Werte, die ich in meinem Bild zusammengebaut habe. Die maximale Reichweite mit den entsprechenden Modulen, unbeladen, 76,71 Lichtjahre. Wahnsinn! Und wenn man noch ein bisschen Fracht mitnimmt, zum Beispiel in Form von 8 Drohnen, was aber nicht unbedingt erforderlich ist, denn man kann ja Drohnen, sofern man über das Material verfügt, wenn sie gebraucht werden, später selber synthetisieren, dann spart man sich den Frachtraum, der ist dann nicht beladen und man kann dementsprechend weiter hüpfen. Die Höchstgeschwindigkeit ließe sich sicherlich noch ein bisschen nach oben treiben, aber ich habe mir mal so gedacht, wäre ja für den Anfang nicht schlecht und schließlich machen wir ja nachher eine Reise mit dem Carrier, um bei Professor Palin die Triebwerke später auf Grad 5 pimpen zu können. Das ist nämlich hier noch nicht der Fall. Ihr seht, die Schubdüsen sind nur als 4D ausgelegt und sind auch nur dreifach gepimpt. Das kann Felicita Fassier als erste Ingenieurin durchaus machen und ich habe hier noch nicht mal den experimentellen Effekt Drag Drive draufgelegt. Kann man natürlich machen, wenn man das möchte, dann ist man noch ein bisschen schneller unterwegs. Warum nicht? Überlege ich mir sogar noch. Aber ich denke mal, so als Grundausstattung wäre das hier eine gute Wahl. Und da ist man eigentlich prima unterwegs.
Die weiteren Werte, Schilde 106 ist jetzt nicht besonders viel, aber mir ging es auch nur darum, dass man überhaupt Schilde dabei hat für den Fall, dass man mal, naja, beim Landen auf einem Planeten vielleicht ein bisschen heftig runterkommt oder so. Dann sind Schilde garantiert eine gute Wahl, sollte man, wenn es irgendwie geht, schon mit dabei haben. Ja, und Panzerung ist ähnlich. Da habe ich hier die leichten Legierungen drin. Ich habe gesehen, dass man die, speziell die leichten Legierungen, durchaus mit einer schweren Panzerung und auch noch einem tiefen Überzug versehen kann, ohne dass darunter die Reichweiten leiden würden. Das passiert erst, wenn man andere Legierungen einsetzt. Bei den standardleichten Legierungen, die kann man ohne weiteres noch ein bisschen panzern, ohne dass das ein Problem ergibt. Das überlege ich mir auch noch. So, jetzt wird's gleich richtig spannend. Ihr seht, ich habe hier einen 7er Slot und dort ist nur ein 3A-Kraftwerk drin. Dieses ist allerdings vierfach gepanzert. Ganz einfach, um möglichst viel Integrität zu bekommen und gleichzeitig noch ein bisschen mehr Output. Denn bei der Kraftwerkspanzerung ist der kleine Nebeneffekt, dass man zusätzlich noch ein bisschen mehr Power aus der Maschine holt. Das ist so ausgeklügelt worden, dass es also ein möglichst leichtes Kraftwerk ist, aber noch genügend Power liefert, um all das, was wir brauchen, mit Strom zu versehen. Unter anderem natürlich die Schubdüsen und das würde ich auf jeden Fall hier so empfehlen, den bestmöglichen Frameshift-Antrieb, den es gibt, und zwar gleich als SCU-Variante. Und dann natürlich auch als Massenmanager. Das würde ich auf jeden Fall mal so setzen, denn nur dann kann man hier diese Reichweiten später in der Kombination mit einem Guardian-Modul erreichen. Dann haben wir hier drin eine 4D-Lebenserhaltung, die auch nochmal als Leichtgewicht eingesetzt wurde, damit es möglichst wenig Gewicht ist, deswegen auch die D-Variante. Und das hier, ja, das ist etwas ganz Spezielles. Das muss ich dazu sagen. Ihr seht, das ist ein 7er Slot. Da käme normalerweise ein 7 Energieverteiler rein und ich habe da nur einen 1D drin. Der Wahnsinn, und es funktioniert. Aber es funktioniert nur, wenn man ihn hier zum Beispiel auf antriebsfokussierte Ladung legt, und zwar wirklich fünffach gepimpt. Das ist wichtig. Es reicht nur dann zu einem Boost, und das möchte man ja doch mal ab und zu haben, dass das Triebwerk geboostet werden kann, wenn man den 1D-Energieverteiler tatsächlich mit Stufe 5 auf antriebsfokussiert setzt und zusätzlich noch den Superleiter drauf gibt. Dann kann man hier wirklich mit der kleinsten Einheit auskommen, die natürlich auch am leichtesten ist. Aber das war schon ein bisschen frickelig, das herauszubekommen, dass es auch trotzdem noch zum Boosten reicht. Auch die Sensoren sind als leichter Scanner ausgelegt, damit sie möglichst wenig wiegen. Diese Dinge wie Lebenserhaltung und Sensoren, die könnt ihr übrigens im Shinrata-Desra-System, da wo ich meistens ja auch auf der Jameson Memorial meine Schiffe zusammenbaue, da gibt es in dem System auch eine Ingenieurin und die kann unter anderem die Sensoren und auch die Lebenserhaltung pimpen. Der Treibstofftank ist ja Standard, der bleibt auch drin. Dann auf jeden Fall, den werde ich persönlich noch auswechseln, einen Kühlkörperwerfer. Am besten den Sirius, der insgesamt, ich glaube, 5 Kühlkörper dabei hat. Einer sollte wenigstens aufgeschraubt sein. Die brauchen natürlich etwas Power, deswegen auch nur einer. Aber dafür dann, wenn es irgendwie geht, den mit den meisten Modulen. Und eventuell sollte man drüber nachdenken, ein bisschen Synthesematerial mit dabei zu haben, für den Fall, dass man unterwegs mal neue Kühlkörper braucht. Das gleiche gilt übrigens auch für die Drohnen. Und jetzt kommen wir mal zu dem richtig spannenden Teil hier, intern optional. Das, was ich meine, was unbedingt gebraucht wird, ist der größtmögliche Treibstoffsammler, damit das Nachtanken an den Sternen möglichst schnell geht. Da bleibt natürlich nur die 6A-Variante. Und da wir ja eventuell mit so einem Schiff sehr lange draußen sind und sehr weit uns rauswagen, sollten sämtliche Module meiner Meinung nach gestärkt sein, dass sie also möglichst eine hohe Integrität haben. Deswegen hier auch der Treibstoffsammler dreifach schildverstärkt
Und ein ganz wichtiges Tool, der 5H Guardian Frameshift Booster. Der sollte auf jeden Fall dabei sein. Der gibt ja nochmal obendrauf so, glaube ich, 10,5 Lichtjahre weiteren Flug. Der braucht natürlich extrem viel Strom. Und ja, das kann sein, je nachdem, was man machen möchte, dass man das ein oder andere Modul später im Betrieb eventuell aus- und anschalten muss, damit das kleine Kraftwerk reicht, um das alles zu versorgen. Dann haben wir hier, das war meine Idee, die 5B automatische Feldwartungseinheit. 5B deswegen, weil sie hat die höchste Integrität und sie hat die höchste Reparaturmöglichkeit an Einzelpunkten. Sie kann zwar etwas langsamer nur reparieren, aber dafür hat sie in den beiden Punkten, nämlich Integrität und Punkte fürs Reparieren, die besten Voraussetzungen. Auch das hätte ich gern schildverstärkt, damit sie als Modul lange hält. Kann man ja gut gebrauchen, sollten unterwegs zum Beispiel Module draufgehen. Wäre zum Beispiel wichtig, wenn man häufig mit dem Boost springen möchte, dass man die Neutronensterne oder die weißen Zwerge nutzt, um über deren Schweife sich aufzuladen. Jeder Sprung, der danach erfolgt, nimmt ein bisschen der Integrität des Frameshift-Antriebes weg. Und mit Hilfe einer solchen automatischen Feldwartungseinheit kann man solche Module dann wieder reparieren. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, mal eine ordentliche Kapazität da mitzunehmen und so als Art Backup, damit man zum Beispiel diese automatische Feldwartungseinheit auch wieder reparieren kann, kann man ja noch eine kleine Einheit mitnehmen. Die kann man dann dazu nutzen, zum Beispiel diese Einheit wieder zu reparieren. Oder man kann es natürlich auch über Synthesematerial machen, dass man solche Module wieder reparieren lässt. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Man darf sie also nicht vollkommen runterfahren. Dann wird es schwierig mit dem Reparieren. Aber so zwei so Einheiten würde ich mal empfehlen, die man mitnimmt, wenn man sehr weite Touren vorhat. Dann, das dachte ich mir, das ist das Spezielle hier an der Kreid, die hat halt genügend Plätze, sodass man hier einen Planetenfahrzeug-Hangar einbauen kann, was in der Lage ist, zwei Buggys mitzunehmen. Also zwei verschiedene Modelle auch. Und ich habe da sogar tatsächlich den Standard-SRV und den Scorpion, das ist ja dieses Militärfahrzeug. Je nachdem, was man vorhat auf den Planeten und wie sie strukturiert sind, ist mal der eine Buggy besser und mal der andere. Deswegen würde ich empfehlen, nehmt ruhig, wenn ihr Lust habt, von jedem Buggy eine Type mit und dann ist man hier auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt. Eine 3D-Reparatur-Drohnensteuerung, dachte ich mir, wäre auch nicht schlecht. Selbstredend natürlich nur in Kombination mit einem Frachtgestell, denn dazu müssen wir ja auch Drohnen als Material haben. Die habe ich jetzt mal als Dreier-Frachtgestell. Das heißt, man kann, wenn man möchte, von Anfang an 8 Drohnen mitnehmen. Das würde allerdings dann hier die Reichweite wieder einschränken, wenn man sie gleich reinmacht. Ich würde da eher plädieren, dass man sie bei Bedarf selber dann notfalls synthetisiert. Das heißt, man muss gucken, dass man genügend Material dabei hat für die Synthese. Und dann kann man sie bei Bedarf synthetisieren. Und mit Hilfe der Reparatur-Drohnensteuerung, seine Rumpfhülle, sollte sie gelitten haben. Beispielsweise, wenn man mal zu dicht an eine Sonne kommt und rausgeschmissen wird aus dem Supercruise oder auch mal zu hart gelandet ist, etc. Dann macht es natürlich schon Sinn, dass man seine Rumpfhülle wieder repariert. Und das kann man natürlich wunderbar dann hier mit diesen Reparaturdrohnen erledigen. Für den Fall, dass man sie nicht benötigt, das wird ja wohl eine ziemlich lange Zeit so der Fall sein, dann schaltet man in den Modulen sowohl die Reparaturdrohnensteuerung aus, genauso wie die beiden automatischen Feldwartungseinheiten. Die werden einfach inaktiv gesetzt. Dann reicht der Strom auch für den Rest. Und je nachdem, was man später machen möchte, muss man dann das ein oder andere Modul mal aus- und anschalten. Zum Beispiel, wenn man sich selbst reparieren möchte oder eben Module reparieren möchte. Dann macht es Sinn, zum Beispiel den Schildgenerator auszuschalten oder auch diesen Guardian Booster. Dann wird genug Strom wieder frei für die restlichen Module. Dann hier einen Schildgenerator, auch nur eine 3D-Variante, damit es möglichst leicht ist, aber ein bisschen Schutz sollte schon dabei sein. Die zweite kleine automatische Feldwartungseinheit hatte ich euch ja schon erklärt. Das sehe ich mehr so als Art Backup-System für die da oben.
Und ja, ganz, ganz wichtig, einen guten Detail-Oberflächenscanner. Am besten den vom Sirius-Schiff, denn der hat also wirklich eine enorme Range, sodass das Scannen von Planeten im Detail damit ruckzuck erledigt ist. Ist ja auch vonnöten, wenn man zum Beispiel biologische Samples sucht, denn da muss man ja vorher auch den Planeten mal im Detail scannen, damit man A weiß, was ist da zu finden und B, wo ist es zu finden. Das sind so die Ideen, die ich habe zu meiner Kreid. Das können wir uns auch gerne hier nochmal im Detail kurz angucken. Ich liefere natürlich wie immer euch die Schiffbilds hier unter der Videobeschreibung als Links mit und könnt ihr euch ja dann angucken und wenn ihr möchtet auch gerne noch ein bisschen verfeinern. Wichtig ist nochmal, um es zu erklären, der Energieverteiler, der muss antriebsfokussiert, wenn ihr das so haben wollt, sonst macht es keinen Sinn bei der 1D-Variante, mit Stufe 5 sein. Denn wenn Stufe 4 nur da ist, ich mache das jetzt mal spaßeshalber, dann seht ihr, dann gibt es hier unten einen Error, das heißt, man kann tatsächlich nicht boosten. Man kann zwar fliegen, das geht, ohne weiteres, aber eben nicht boosten. Boost ist erst möglich ab Stufe 5. Das habe ich also auch erst herausfinden müssen, denn ich wollte hier eine möglichst ganz kleine Masse haben, nämlich nur 0,5 Tonnen. Und ähnlich ist das mit dem Kraftwerk. Die Kraftwerkspanzerung ist hier auf Stufe 4 und ihr seht, das reicht normalerweise aus, um gerade so hier mit der Energie klarzukommen. Ich habe hier auch die entsprechenden Module schon deaktiviert, die man nicht unbedingt braucht. In dem Falle sind das eben die beiden AFW-Einheiten, die hier deaktiviert sind, genauso wie die Reparaturdrohnen. Und so kommt man also mit einer 98er-Zahl vom Kraftwerk gut klar. Je nachdem, was man dann braucht, muss man dann vorher das Ganze ein- und ausschalten. Aber so kann man zumindest gut sich bewegen, ist gut unterwegs und es sollte funktionieren. Dann gucken wir uns eine andere Variante an. Das wäre die Idee Nummer 2, das Ganze mit einer ASP Explorer zu machen. Ist von der Art und Weise genauso mehr oder weniger von der Logik aufgebaut wie die Kreid. Ihr seht, ich habe hier mal die leichten Legierungen auch drin. Und denen habe ich jetzt die schwere Panzerung und den tiefen Überzug gegeben. Und jetzt guckt mal hier unten hin, beim Jump und bei der maximalen Reichweite. Und wenn ich das jetzt hier wegnehme und sage No Blueprint, dann seht ihr, da hat sich gar nichts geändert. Also scheinbar ist das egal, wenn man die leichten Legierungen drauf hat, die kann man scheinbar ohne Probleme panzern, sich dadurch natürlich ein bisschen einen Hüllenboost noch geben, das ist ja durchaus sinnvoll, und büßt aber dafür im Jump gar nichts ein. Ja, hier ist es auch so, kleinstmögliche Variante, kleines Kraftwerk, in dem Falle eine 2A-Variante, die aber in dem Falle tatsächlich mal mit 5er-Panzerung ausgeführt ist. Theoretisch als thermischer Verteiler. Man kann natürlich auch alternativ hergehen und macht zum Beispiel monsterhaft drauf. Das büßt ein klein bisschen an Jump-Reichweite ein, ist aber nicht viel. Dafür gibt es ein bisschen mehr Strom. Das kann man ja hier sehen. Da hat man also nochmal so 4% zusätzlich in petto. Das muss man sich je nachdem eventuell überlegen, was da eher in Frage kommt. Schubdüsen auch hier. Antriebstuning, Drag Drive, Frameshift wie gehabt, Lebenserhaltung, Energieverteiler ist genau der gleiche. Bei den Sensoren auch leichter Scanner. Hier ist genauso bestmöglicher Treibstoffsammler, der Booster natürlich, der 10,5 Lichtjahre obendrauf gibt. Auch hier eine Einheit wenigstens, in dem Falle ist es halt nur eine 3B. Die kann natürlich nicht ganz so viel, ne? 4300 und 0023, aber schaut her, zu einer A-Variante, da sind es nur 4000 und dafür etwas schneller. Also ich habe mich dann hierfür entschieden, die 4.3 und die Integrität ist bei der 90er gegenüber 74 bei der A-Variante auch besser. Das war die Entscheidung, warum ich grundsätzlich hier die B-Varianten eigentlich bevorzuge. Frachtgestell, genau das gleiche. Hier gibt es halt nur eine Einreparatur-Drohnensteuerung, die kann halt nur maximal ein Limpet. Aber okay, dafür gleiche Größe an Frachtgestell, das kann man eventuell auch anderweitig noch belegen. Und beim Planetenfahrzeughangar, ja, weil es eben nur ein kleiner Slot ist, da gibt es eben nur die kleine Variante mit einem SRV. Das ist so mehr oder weniger das, was hier machbar ist. Logisch, natürlich auch hier einen Kühlkörper drin. Kann man sich überlegen, finde ich aber jetzt persönlich, dass also auch nicht weiter ist. Ne? Naja, da bin ich bei der Kreid in irgendwo besser aufgestellt, finde ich.
Die kostet zwar ein bisschen mehr, ne? Also die liegt dann schon so bei 81 Millionen, ist so klar. Während die hier bei 50 Millionen liegt, so ganz grob aufgerundet. Aber da finde ich, ist das hier dann durchaus die bessere Variante. Aber naja, warum nicht? Und dann noch für die besondere Gruppe, die ganz Kleinen, die kostet auch nicht sehr viel. Nämlich, da seid ihr mit ungefähr 15 Millionen schon dabei. Das wäre die DBX Explorer, die Diamondback Explorer. Auch die kann man, wenn man möchte, zu einem Long Range Explorer umfunktionieren. Und ja, ich denke, damit ist auch Exploren durchaus möglich. Auch hier wieder leichte Legierungen, sofern es machbar ist. Ein bisschen Panzerung kann nicht schaden. Auch hier ein 2A-Kraftwerk, gleiche Art. Hier ist allerdings die monsterhafte Geschichte zwingend nötig. Sonst, selbst wenn man gar keinen reinmacht, reicht's also nicht. Dann, selbst wenn man hier schon die Dinge abgeschaltet hat, das wäre also durchaus sinnvoll, hier dann die monsterhafte experimentelle Funktion draufzusetzen. 4D-Schubdüsen, wie immer gehabt. Der beste Frameshift, auch klar. 3D-Lebenserhaltung. Leichtgewicht. 4 deswegen, weil ich glaube, es gibt in der Bubble keinen Ingenieur, der 5 kann. Da müsste man bis nach Kolonia fliegen. Aber 4 ist ja auch schon mal okay. So viel macht's dann auch nicht mehr aus. Ja, auch hier wieder der 1D-Energieverteiler, der hat es mir angetan, wie ihr seht. Also hier natürlich auch antriebsfokussiert mit Superleiter. Nun, da kann man dann durchaus schon was mit werden. Auch hier die Sensoren, leichter Scanner, 80% Gewichtreduktion macht da schon einiges aus. Hier haben wir natürlich nur einen 4A-Treibstoffsammler. Mehr geht halt nicht, aber dafür ist der Tank ja ohnehin nur ein bisschen kleiner. Und auch nur einen 4H-Guardian-Booster, der kann halt nur 9,25 Lichtjahre. In der Summe ist es aber sehenswert, was hier rauskommt. Das muss man mal beachten. Das kann man also durchaus schon zur bestmöglichen Sprungreichweite zählen. Auch hier wieder, ich wollte eigentlich einen Zweier-Schildgenerator, musste aber beim Bauen dann feststellen, das geht nicht. Kleinstmögliche Einheit, die man hier einbauen kann, ist tatsächlich ein 3D-Schildgenerator. Ein Zweier reicht hier nicht. Ist von dem Umfang her, von der Masse her dann nicht ausreichend, wird also mit dem Ausrufungszeichen einem dann mitgeteilt. Deswegen der kleinstmögliche. Damit es irgendwie repariert werden kann, das gute Schiffchen, wie gehabt, auch hier ein Frachtgestell. Noch eine kleine Mini-Einheit wenigstens zur Modulreparatur. Und ja, was natürlich nicht fehlen darf, ist der Planetenfahrzeughangar. Auch wiederum nur ein SRV drin. Und ja, damit es überhaupt einen Sinn ergibt, mit dem Frachtgestell zusammen eine Reparatur, Drohnensteuerung und natürlich auch wieder ein Oberflächenscanner. Ja, das wären so meine drei Ideen. Ich persönlich würde euch, wenn's Geld reicht und wenn's richtig Spaß machen soll, sag ich mal so, zur Kreid Explorer raten. Das ist wirklich ein rundum gutes, gelungenes Schiff. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute von euch. Wünsche euch gutes Nachbauen und ja, ich werde jetzt noch so ein bisschen Passagiere hier in dem System, wo ich bin, retten, evakuieren, ein bisschen noch Geld verdienen. Und dann werde ich mich als nächstes wahrscheinlich mit meinem Carrier ins 69G Carinae-System bewegen und dort parken. Dort könnt ihr, wenn ihr Lust habt, dann gerne mir ein bisschen Tritium spenden. Oder alternativ, das ist die andere Variante, über den Warenmarkt verkaufen. Ich biete mal als Einkaufspreis 50% des galaktischen Durchschnittspreises an. Dann ist es für alle beide eine Win-Win-Situation. Ihr müsst es nicht einfach nur spenden und habt gar nichts davon, sondern kriegt wenigstens einen halben Preis. Und ich habe auch was davon, mein Lager ist ein bisschen gefüllt. Und mal gucken, was mir da so zwischendurch bis zur Abreise noch so einfällt. Vielleicht mache ich nochmal auf meiner alten Station, der Boswell Terminal Station, von da aus mal ein paar Missionen. Dort habe ich ja überall, glaube ich, einen Verbündetstatus bei den Fraktionen. Mal gucken, was mir da bis zur Abreise noch so einfällt. Also, tschüssikowski, bis bald wieder.